Also der Staatsfilm meint, dass Sie da sind. Sie kennen ja das Buch, zumindest haben Sie das Vorstand weitergegeben. Und ich wollte nur sagen, ich finde es unheimlich wichtig, dass die Bahn neue Handlungsspielräume bekommt, dass sie also zur Kenntnis nimmt, der Ausstieg aus Stuttgart 21 oder dessen Neuausrichtung ist kein Rechtsbruch, sondern nachdem der Kostenrahmen um mehr als das Doppelte der 4,5 Milliarden steigt oder gestiegen ist, haben sich die Vollendungspflichten aus dem alten Finanzierungsvertrag erledigt, so die Begutachtung. Und das ist wirklich eine wissenschaftliche Untersuchung, die zwar von uns ausgelöst ist, aber darauf beruht, dass wir gesehen haben, dass die Bahn hier mit den 7 Milliarden dieser gigantischen Zahl der Kostenbelastung operiert und dass das doch sehr prüfungsbedürftig ist. Also die Handlungsspielräume bestehen in zweierlei Richtung. Die Bahn müsste bei einem Neubeginn diese 7 Milliarden nicht ausgleichen. Sie kann aber auch nicht 65% der Mehrkosten abwälzen, sodass bei einer planerischen Neugestaltung Flexibilität angesagt ist und wir hierzu eben das Konzept Umstieg 21 als Angebot an die Bahn mit lächelnder Miene Ihnen praktisch übergeben und als Freunde der Bahn Sie darin auch bestärken wollen, diese gute Möglichkeit wahrzunehmen. Ich übergebe Ihnen das. Ja, vielen Dank. Danke, Dr. Löber. Wie immer werde ich das an die Kollegen, die sich da in der Sicht weiterleiten. Das ist für den Aufsichtsrat. Und vielen Dank. Ich würde auch gerne reingucken. Ich würde auch gerne selber reingucken. Okay. Alles klar. Schön. Alles Gute Ihnen. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Wiederschauen. Danke. Wir kommen wieder.